Tag und hallo. Es geht weiter, ich habe einen Weg gefunden, wie wir rauskommen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und... Oh, auf zu wackeln. Hör auf, hör auf. Ah, jetzt habe ich mich schon gemacht, verdammt. Hör auf, komm wieder her. Ja, der ist, als ich mal kurz stehen geblieben bin, wieder zurückgerannt. Und deswegen muss ich den... Also, habe ich jetzt eben da vorne angefangen. Aber es sollte euch ja nicht wirklich stören. Ich will euch alle haben. So, weiter geht's. Und ich muss sagen, dass ich echt langsam bin. Jetzt bin ich gerade, keine Ahnung, ich bin schon ungefähr bei 20 Videos, denke ich mal. Und ich habe mir die Videos von Studuadi angeguckt, dem englischen Let's Player, der auch Octane 2 gemacht hat. Der war in Video 6 hier draußen. Und ja, das muss heißen, dass ich echt schlecht bin. Und das Verrichte ist ganz leicht eigentlich da, sagt, da ich da der Kasten. Und den Sarg schleifen wir jetzt erstmal hier rein. Und die Zombies, die bösen Zombies. Wenn wir töten, kommt her, ihr bösen Zombies. Und du auch. Und bam. Hey. Bam, 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 bam. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Der Sarg ist noch da, okay. Ah, schon wieder ein Dingens. Kirchen. Ein Hammer? Ein what the fuck? What is up hier? Neue Waffen? Langer Kampfstock. Okay. Ist wohl stärker als meiner jetzt. Und stumpfes Schwert. Gucken, 15. Und was macht das Gradius? 19. Ne, 15, 25, 16. Ah, ne. Ja, 15 und das Gradius hat 19. Gradius ist besser. Und das hat 18. Und das Ding hat 22. Dann rüste ich das doch lieber nochmal aus. Und was ist mit dem Hammer? 21. Und das Ding hat 25. Okay, warum sollte ich das ausrüsten? Das ist doch völlig sinnlos. Macht die Energie aus. Und wir holen uns erstmal unsere restliche Energie wieder, die wir nicht mehr haben. Und hier war, glaube ich, auch noch irgendwas, oder? Nein, hier war nichts mehr. Wo ist der Sarg? Oh, ich hab dich. Nicht, dass du hier noch verschwindest in deinen alten Keller. Ich nehme dich mit. Und da drin in diesem Kasten war dieser Kreisschlüssel. Das bedeutet, wir können hier raus. Und zwar mit Sarg. Aber um da erstmal drauf zu kommen, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, nochmal da reinzugehen. Aber ich war drin. Oh, er bewegt sich wieder. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Danke. Und wir müssen die Tür aufmachen. Hui, benutze Kreis-Key. Und das Ding ist offen. Wir können durchgehen. Wo müssen wir hin? Hier ist falsch. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Wo müssen wir hin? Ja, hör auf. Komm mit. So, brav. Beifuß. Sarg. Ich kann nicht ohne meinen Sarg einschlafen. Ja, haha. Ha. Ich habe gestern den Bocktail-Manga durchgelesen. Bin ich nicht toll? Ich bin ja so awesome. Oh, mir gehen die Gesprächsthemen aus. Wir schieben einen Sarg durch die Gegend. Das ist so unfassbar. Toll. Ah, nein, verdammt. Komm mit. Und wir gehen... Ist es hier richtig? Ich hoffe, dass ich hier nicht den komplett falschen Weg gehe. Die Musik ist toll. Ich kann immer wieder sagen, die Musik in Boktai ist toll. Aber naja. Ihr hört ja sowieso nicht auf mich. Ihr mögt die Musik wahrscheinlich nicht, weil ihr doof seid. Was war hier? War hier irgendwas? Nein. Hör auf, dich zu bewegen. Hör auf. So, jetzt Beifuß wieder. Beifuß. Boah, worüber kann ich reden, während ich einen Sack durch die Gegend schiebe? Ich habe keine Ahnung. Oder ziehe. Ich schieb ihn ja nicht. Schieben wäre noch toll. Aber ziehen ist langweilig. Mach. Danke. Ich hoffe, dass wir jetzt den richtigen Weg gehen.
Ah, da ist Otenko, also muss es der richtige Weg sein. Ah ja, hier. Hallo, Pile Driver. Alles klar, da ist es. Das ist die Stelle, an der wir den Pile Driver raufbeschwören. Geht klar. Okay. Stell den Sarg in die Mitte des Pile Drivers. Geht klar, aber es hat gar nicht die Form, oh mein Gott. Er sagt sie komisch aus. Bam. Los geht's, du musst die fünf Generatoren mit deinem Enhancement-Angriff angreifen. Die Generatoren sind von Vater, Sonne und Mutter Erde gesegnet, um die Sonnenenergie zu verstärken. Einzig und allein mit dem Pile-Driver können wir immer trotz gereinigt werden. Geht klar, Tenko. Und bam, und du auch, und du auch. Ha, ja, das hätten wir. Jetzt geh in die Mitte und drück A. Ja, wir wissen es. Wir haben Bock Teil 1 gespielt. Es kann losgehen. Hör zu, Diago. Du brauchst das Sonnenlicht, um Pile-Driver zu starten. Dann scheint die Sonne. Ja. Prima, dann, wenn das Sonnenlicht auf den Saal trifft, drücke den Aktor wie ein Blick in den weißen Regen, weil du einfach, ja, die Sonne trifft drauf, alles super toll. Tayo! Boah, bis in 90 geht noch viel weiter. Alles ist schwarz, mein Gott, das ist dunkel. Bringe mit dem Battle Drive. Reinige immer toll mit der Solarpistole, Solarpeil, mit einem Solarpfeil. Aus den Generatoren. Der Pfeil ist stark, wenn mehr Sonnenlicht auf den Solarsensor trifft. Der Emmatoll wird sich mit Ektoplasm schützen. Du musst ihn mit Enhancement-Angriffen in den Sarg zurückstoßen. Bringe die Dunkelheitsanzeige des Emmatolls auf 0 und du wirst siegen. Jetzt liegt alles bei dir, solange nur die Angriffe. Yeah! Oh mein Gott. Okay, das geht schnell. Geh weg, ich will dich da haben. Hey, komm her. So, danke. Ja, es geht ja schnell bei dem jetzt. Er scheint fett Schaden bekommen zu haben. So, nochmal. Dam, 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 dam. Und wir haben ganz schön wenig Leben. Durch dieses blaue Zeug haben wir wohl extrem viel Leben verloren. Wow, endlich. Ich habe lange geschlafen, aber nun ist dies das Ende. Bruder. What the fuck? Bruder. What is mit your brother? Reinigung abgeschlossen. Yay! Yeah. Otenko, wir haben es geschafft. Du hast den Ursprung des Immatolls zerstört und seinen Dark Matter vernichtet. Jetzt kann er nie wieder zurückkehren. Gut gemacht, so lange, junge Diango. Ich weiß, ich bin super. Oh, warte, was ist ab hier? Punkt, Punkt, Punkt. Oh mein Gott, irgendwas Schreckliches muss passiert sein. Wie hieß er nochmal? Master Otenko. Nein. Master Otenko. Rita, was machst du hier? Die Andes streifen durch San Miguel, genau wie Sabata es gesagt hat. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie immer Tolls geheime Pläne schmieden. Es gibt nichts, was du... Nun, tut mir leid, aber... Ich kann mich nicht einfach verkriechen und abwarten, während ihr beide euer Leben im Kampf riskiert. Aber du bist ja eine Maid und kein Krieger. Du willst doch nicht absichtlich in Gefahr begeben. Ja, ich bin kein Krieger, ich bin ein Maid, aber als irdische Maid gibt es Aufgaben, die nur ich übernehmen kann. Außerdem ist San Miguel mein Zuhause. Bitte, du kannst mir nicht verbieten, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um die San Avenue. Das kann ich immer nicht aussprechen. Vor der Dunkelheit zu retten. Okay. Wenn du so entschlossen bist, werde ich nichts mehr sagen. So, irdische Maltlita, wir werden den Plan des Immatolls durchkreuzen. Und das Licht in der Stadt der Sonne zurückholen. In die Stadt der Sonne zurückholen. Danke, Master Otenko. Ich frage mich, ob du uns nun helfen kannst, Lita. Die Andessening scheint weg zu sein, aber die Stadt wurde nicht gereinigt. Weißt du vielleicht warum? Ja, das mache ich. San Miguel hat die Kraft der Sonne verloren. Das mache ich? Habe ich das richtig vorgelesen? Keine Ahnung. Bevor das Land die Strahlen absorbieren kann, reißt jemand oder etwas die Energie an sich. Dieses Etwas muss vernichtet werden. Sonst gedeihen die Samen des Solarbaums nicht. Und dann kann die Stadt nicht gereinigt werden. Ich verstehe. Nun wissen wir, was wir tun müssen.
Das heißt, schnappen wir uns die Vampire und holen die Solargern zurück. Dann kümmern wir uns um das, was das Land die Kraft raubt. Jetzt müssen wir ein paar Hinweise sammeln. Smith und die Solarblumen und das Sonnenblumenmädchen können was wissen. Los zum Einkaufszentrum. Apropos Einkaufszentrum, ich habe mich gefragt, ob es den Leuten in der Stadt überhaupt etwas nützt. Deshalb habe ich einen Obstladen aufgemacht. Ich bin sicher, dass meine Solarfrüchte euch bei eurem Abenteuer helfen werden. Kommt also auf jeden Fall, Master Diango. Ha, ich bin ein Master. Ha. Bewahre die Sonne im Herzen. Geht klar. Ich bin sicher, Lita tun, was Stadt helfen will. Vielleicht möchten sie aber auch in der Nähe, in meiner Nähe. Primo, dann nervig. Das sehen wir im nächsten Part, was ich wählen werde. Bis dann.